Ich glaube, wir machen das Fluchtseil. Da habe ich auch nicht mehr allzu viel. Gut, und wieder rein, Leute. Wilde Jahre ist also noch ein bisschen blöd für uns. Wahrscheinlich müssten wir erstmal mit Pikachu die Genauigkeit senken. Und dann können wir mit Nidorina kämpfen. Oder mit Fukano. Wir haben ja schon gesehen, dass das Glut relativ viel Schaden gemacht hat mittlerweile. Die Glutattacke. Sollte also mittlerweile funktionieren. Donnerblitz. Pikachu erreicht Level 62, juhu! Super! So mag ich das, wenn unsere Pokémon neue Level erreichen. Noch ein Golbat! Das könnte jetzt für Fukano reichen. Komm schon, Pikachu, du schaffst das! Mist. Aber jetzt! Mist. Nicht mehr verwirrt. Super! Das war's für dich, Golbat. Okay, hat leider doch noch nicht gereicht. Für Fukano. Ditto. Ja, lassen wir doch gleich mal Fukano kopieren. Da macht's Brüller, das möchte ich nicht. Owei? Nein. Slimer. Ja, lass mir Kapuzzi kopieren. Na los, Pikachu! Wird Zeit, dass Fukano eine neue Attacke erlernt, damit wir endlich Brille vergessen können. Donnerblitz! Ein Rizeros! Da darf wieder Nidorina dran. Also dafür muss ich sagen, ist Nidorina echt perfekt. Solange der Hornbohrer nicht trifft. Heuler! Dann versuchen wir den Giftstachel. Oh, es macht Furienschlag. Und macht Volltreffer. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Wenn es fünfmal trifft, ist Nidorina besiegt.
Ach, zum Glück nur dreimal. Zum Glück nur zweimal getroffen, Leute. Und da gleich nochmal. Das war's für Nidorina. Schade. Wisst ihr was? Wir lassen jetzt mal Owei dagegen kämpfen. Der Angriff von Rezaros wurde dreimal gesenkt. Vielleicht reicht das. Das würde jetzt definitiv nicht mehr reichen, Leute. Staccato, es ist aufgewacht. Fünfmal Treffer und das war nur ein Strich, Leute. Wir machen nochmal Hypnose. Oh oh. Ha! Wie geil. Der Angriff von Rezaros ist so sehr gesenkt, dass selbst Owei das aushalten kann. Obwohl die Verteidigung von Owei bereits zweimal gesenkt wurde. Ah nein, nur einmal. Denn Owei hat ja auch noch den Panzer. Würde ich sagen, Owei packt das. Oh, weißt du, Rezaros ist wieder aufgewacht. Machen wir wieder Hypnose. Das, ich glaube, das waren jetzt schon viermal die Verteidigung senken. Das ist nicht ganz so gut. Ha, aus irgendeinem Grund ist Owei jetzt schneller. Jetzt haben wir es besiegt. Staccato plus Schmarotzer wird Rezaros besiegen. Bin ich davon überzeugt, Leute. Ja. Super. Also auch Owei können wir gegen Rion und Rezaros kämpfen lassen. Golbat. Los, Pikachu. Sehr schön. Fukano erreicht Level 30, Leute. Fukano versucht Bodycheck zu erlernen. Aber Fukano kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Bodycheck zu vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Natürlich Brüller. 1, 2, schwupp. Fukano hat Brüller vergessen. Und Fukano lernt Bodycheck.
So, dann können wir die ja tauschen. Noch ein Golbert. Nein. Los, Pikachu. Donnerblitz. Mist. Ja. Treffer. Ein Georock. Dafür ist dann Quapuzzi zuständig. Los, Quapuzzi. Erdbeben. Das sollte eigentlich nicht allzu effektiv sein. Aber es hat gereicht. Surfer. Golbert! Los, Pikachu! Donnerblitz! Slime erreicht Level 30! Und lernt Giftwolke. Super. Dann ist jetzt Owei dran. Level 30 zu werden. Ultrigarier. Ich würde es tatsächlich versuchen, Leute. Hypnose. Versuchen wir es einfach mal. Wow, die Säure ist sehr effektiv und hat Owei einfach besiegt. Na gut, dann Pikachu. Blitz. Okay, das waren nur zwei Blitz leider. Egal, vielleicht reicht das ja für Fukano. Glut. Nein, hat definitiv nicht gereicht. Na dann. Quapuzzi. Body Slam. Quapuzzi hat das echt besiegt. Lol. Doof, oh nein. Doof, Floor. Oh nein. Oh Mist. Ich hatte ja die Hoffnung, Leute, dass der Solarstrahl ausgesetzt wird. Aber leider nein. Okay, wir machen Beleber auf Pikachu. Blättertanz, eine Pflanzenattacke, die ist natürlich sehr effektiv gegen Quapuzzi, das ein Wasser-Pokémon ist.
So, wir machen nochmal einen Beleber und zwar auf Nidorina. Blitz! Wow. Sicher jetzt aber nochmal ein Beleber auf Pikachu. So, erst ein Heuler. Dann Duflos, glaube ich, ein Pflanzengift-Pokémon. Das heißt, wir lassen den Giftstachel einfach weg. Volltreffer, na toll. Biss! Ha, es hat sich selbst verletzt. Schon wieder. Oh, jetzt macht es schlau. Ah, zum Glück daneben. Geschafft. Nidorina erreicht Level 46, Leute. Juhu. Und es versucht die Kratzfurie zu erlernen. Eigentlich gefallen mir diese Attacken recht gut. Also Kratzfurie würde ich da jetzt nirgends ersetzen wollen. Kratzfurie nicht erlernen. Jetzt nachsehen, Leute. War das jetzt die letzte Attacke, die ich Nidorina lernen lassen wollte? Tatsache! Das heißt, sobald die Nidorina noch ein Level erreicht, also Level 47, können wir es entwickeln. Dann kriegen wir wieder ein neues Pokémon. Zum Glück ist Oa mittlerweile soweit, so einigermaßen die Nidorina zu ersetzen. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich ein Fluchtseil machen. Schade. Aber der Wechsel wäre mir jetzt zu riskant gewesen, Leute. Was? Dann halt jetzt. Geschafft. So, Fluchtzeit. Oder erstmal nachsehen. Nidorina wird jetzt getauscht nach unten. Und jetzt Fluchtseil. Das heißt, es könnte theoretisch sein, Leute, ich nehme ja noch eine Stunde auf, dass sich Nidorina heute noch entwickelt. Das wäre ja sehr toll. Das möchte ich speichern.